Einen haben wir noch. Haben Sie, meine Damen und Herren, das vielleicht schon mal erlebt, dass es so finster war, dass Sie wirklich gar nichts mehr sehen, überhaupt nichts, die sprichwörtliche Hand vor Augen nicht mehr sehen? Wer hier in Frankfurt das Dialogmuseum besucht, kann das tatsächlich erleben, ohne jetzt Schleichwerbung zu machen. Da ist der Mensch vollkommen hilflos. Anna Stöckel ist ein Mensch, nicht hilflos, sondern Biologin und Neurowissenschaftlerin, richtig? Und sie wird Ihnen Wesen nahebringen, denen die Dunkelheit so gar nichts ausmacht. Was das für Viecher sind und wie sie das machen, seien Sie gespannt auf Anna Stöckel. Ich habe einen Traum. Ich möchte einmal, nur einmal, wenn ich über meinen Forschungsorganismus rede, hören: Oh, wie süß! So wie Bienchen oder Lämmchen. Bei mir ist mehr so Schweigen der Lämmer. Und zwar ganz konkret, ich arbeite nämlich an Schwärmermotten, einer Insektenfamilie, zu der auch der Totenkopfschwärmer gehört. Und Motten gelten ja so gemeinhin als die hässliche kleine Schwester der Schmetterlinge. Und mit diesem Klischee möchte ich heute aufräumen. Also erstmal von wegen kleine Schwester. Von den etwa 180.000 Arten von Lepidopteren, das ist die Ordnung, der die Schmetterlinge und die Nachtfalter angehören, sind nur etwa 10% Schmetterlinge. Und hässlich nun, überzeugen Sie sich selbst. Und selbst wenn eine Motte nicht auf den ersten Blick durch Schönheit besticht, wenn man genau hinschaut, sind sie doch alle ganz putzig. Oder nicht? Aber ich weiß, was Sie jetzt denken. Na gut, dann gibt's halt ein paar Motten, die sehen ganz hübsch aus. Aber die fressen meine Kleider auf. Und meine Haferflocken. Es gibt tatsächlich ein paar schwarze Schafe. Aber was produzieren wir aus so leckere Pullover? Nun, im Ernst, von den etwa 160.000 Arten von Nachtfaltern sind tatsächlich nur eine Handvoll als Haushaltsschädlinge aktiv. Wirklich nicht repräsentativ, wenn man sich die Gesamtheit anschaut. Die meisten Nachtfalterarten ernähren sich als Raupen von Pflanzen und als adulte Tiere von Nektar. Genauso wie Schmetterlinge. Obwohl mit den Schmetterlingen und dem Nektar ist das so eine Sache. Die haben nämlich ein kleines schmutziges Geheimnis, was ihre Ernährungsgewohnheiten angeht. Der Durst treibt's wohl rein, aber in diesem Lichte sehen doch unsere nektarsaugenden Motten schon ganz anders aus, oder? Und sind als Bestäuber auch noch ein wichtiger Teil des Ökosystems. Motten haben aber noch ganz andere Talente. Spätestens seit der EM 2016 wissen wir, Motten interessieren sich auch für Fußball. Und wir haben uns das zunutze gemacht und unsere Motten im Labor mal die Ergebnisse der letzten WM vorhersagen lassen. Und was soll ich sagen, korrekte Entscheidung im Finale, Oktopus Paul kann einpacken. Nun habe ich kein Sportwettbüro, sondern ich interessiere mich hauptberuflich für eine andere Fähigkeit dieser possierlichen Tierchen und das ist ihr hervorragendes nächtliches Sehvermögen. Hier sehen Sie den mittleren Weinschwärmer und diese Motte war tatsächlich das erste Tier und nicht Insekt, sondern Tier überhaupt, von dem gezeigt wurde, dass er nachts selbst bei Sternenlicht noch Farben sehen kann, wenn die Welt für uns Menschen schon längst zu einem Meer aus Grautönen verschwommen ist. Und wie der Weinschwärmer das macht, das habe ich in meiner Doktorarbeit untersucht. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir erstmal verstehen, warum es eigentlich so schwer ist, nachts zu sehen. Um etwas zu sehen, müssen Lichtpartikel, die Photonen, in unser Auge gelangen und werden dort von den Photorezeptoren in der Netzhaut detektiert. Die wiederum senden ein Signal ans Gehirn, wo die Informationen weiterverarbeitet werden und im Endeffekt ein Abbild unserer Umwelt erstellt werden kann. Das Problem des Sehens bei Nacht ist aber, dass nur sehr, sehr wenige Photonen an unserem Auge ankommen. Bis zu 10 Millionen Mal weniger Photonen als während eines sonnigen Tages. Man stelle sich vor, Photonen seien Regentropfen, dann entspricht die Photoneneinfluss an einer sternklaren Nacht etwa einem leichten Nieselregen
und während eines sonnigen Tages etwa in der Dusche unter den Niagarafällen. Es gibt aber noch ein zweites Problem. Photonen sind unzuverlässig. Das können wir auch anhand der Regentropfen verstehen. Stellen wir uns vor, wir zählen Regentropfen in einem bestimmten Areal, hier orange dargestellt, in einem bestimmten Zeitintervall, sagen wir alle 10 Sekunden. Dann zählen wir vielleicht mal 3 Tropfen, mal 5, mal 2 und so weiter und so fort. In jedem Zeitintervall also eine leicht unterschiedliche Anzahl. Es gibt also eine gewisse Varianz oder Streuung und wir wissen nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt, wie viele Regentropfen oder Photonen bei unserem Auge ankommen werden. Und wenn wir bei höheren Regentropfenintensitäten oder Lichtintensitäten zählen, dann ist diese Streuung geringer. Das heißt, eine hohe Varianz oder Unsicherheit über die Photonen, die nachts bei unserem Auge ankommen, während des Tages ist diese Unsicherheit geringer. Und wie sich diese Unsicherheit und die geringe Anzahl der Photonen auf unsere Photorezeptoren auswirkt, das können wir jetzt einmal live testen. Sie dürfen jetzt alle einmal Photorezeptor sein. Der Traum ihrer schlaflosen Nächte, da bin ich mir sicher. Und Tora hat sie ja schon gut vorbereitet, das heißt, wir setzen uns alle einmal gerade hin, atmen durch, stellen uns vor, nein. Sie müssen jetzt ein Lichtsignal detektieren, das ich Ihnen gleich noch zeigen werde. Und um anzuzeigen, dass Sie es detektiert haben, da klatschen Sie einmal in die Hände, das haben Sie jetzt ausreichend geübt. Das Lichtsignal sieht ungefähr so aus und sobald Sie das sehen, können wir mal testen, wird geklatscht. Einmal, ja, sehr gut. Gut. Okay, dann geht's jetzt los mit Sonnenlichtaktivitäten. Achtung. Ah, sehr gut, super nett Sound. Klappt alles. Es wird jetzt ein bisschen dunkler. Wunderbar, 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 die Motte freut sich. Oh, das war schon da, ne? Ja, genau, für einen Maulwurf reicht's gerade noch. Aber wir sehen, die geringen Lichtintensitäten und die Unsicherheit der Photoneneintreffens am Auge führt dazu, dass auch die Photorezeptoren nur noch schwach und unsicher antworten und damit vorhandene Signale, zum Beispiel hier hell, dunkel, hell, nicht mehr zuverlässig abbilden können. Das Gehirn kann aus dem Kauderwelsch auch nichts Ordentliches mehr rauslesen und wir können kein ordentliches Umwelt- oder verlässliches Abbild unserer Umwelt mehr erstellen und unser Sehsinn funktioniert nicht mehr, wenn es zu dunkel wird. Wie kann aber nun unser Weinschwärmer und auch andere Tiere nachts so gut sehen? Nun, hier gilt ein Motto, das vor allem in Frankfurt in manchen höheren Etagen von einigen Hochhäusern sehr gut bekannt ist, und das ist: Mehr ist mehr. Mehr Photonen müssen her. Und wie bekommt man mehr Photonen ins Auge? Nun, der Fotograf weiß das, man investiert in Optik. Und Optik, die dann einen größeren Teil der vorhandenen Photonen einfangen kann. Aber es gibt noch einen zweiten Weg und das ist quasi digitale Bildverarbeitung, die neuronale Verarbeitung der Informationen im Gehirn. Und die habe ich mir eben bei unserem Weinschwärmer angeschaut, damit schon mal die erste Frage vorweggenommen, ja, Motten haben ein Gehirn. Wir sehen das hier in 3D rekonstruiert, die verschiedenen Gehirnareale in verschiedenen Farben dargestellt. Und was ich gemacht habe, mit winzigen Elektroden die Aktivität dieser Nervenzellen gemessen, um zu verstehen, wie die Informationen, die aus dem Auge ins Gehirn gelangen, dort verarbeitet werden, damit der Weinschwärmer nachts besser sehen kann. Es stellte sich dann raus, dass die Lösung des Problems schon lange bekannt war und dass es sogar einen Beatles-Song dazu gab. I get by with a little help from my friends. Nicht genau Hilfe von Freunden, sondern Hilfe von Nachbarn. Man kann nämlich die unzuverlässigen Antworten der Photorezeptoren verbessern, indem man benachbarte Einheiten zusammenschaltet. Durch diese sogenannte räumliche Summation verstärkt sich das Signal und die Unsicherheiten werden ausgemittelt und das vorhandene Signal, hell, dunkel, hell, kann wieder verlässlich dargestellt werden. In unserem Regentropfenbeispiel wäre das Äquivalent der räumlichen Summation, dass wir Regentropfen über eine größere Fläche zählen und damit zu jedem Intervall mehr Regentropfen zählen und unsere Streuung oder Unsicherheit verringern. Einen ähnlichen Effekt erzielt man, wenn man nicht räumlich, sondern zeitlich summiert. Also wieder im kleinen Areal, aber dafür über längere Zeiträume. Dann zählt man auch mehr Regentropfen und die Streuung wird wieder verringert. Auch diese zeitliche Summation haben wir in den Nervenzellen im Gehirn des Weinschwärmers gefunden. Und zusammen führen räumliche und zeitliche Summationen im Gehirn des Weinschwärmers dazu, dass er Lichtintensitäten bis zu 100-mal niedriger nutzen kann, als ohne diese neuronale Verarbeitung. Er kann also seinen Aktivitätszeitraum von Mondlicht zu Sternenlicht ausweiten. Das freut den Weinschwärmer.
Das freut uns, denn wir können das publizieren in einer wissenschaftlichen Arbeit und es freut den empathischen Zuschauer, der sich trotzdem fragt, warum eigentlich? Warum interessiert sich jemand für die neuronale Informationsverarbeitung im Gehirn einer Motte? Nun, die Antwort ist, weil ihr Gehirn winzig klein ist. Und Erbsenhirn ist hier echt ein Kompliment. Also ihr Gehirn ist deutlich kleiner als das einer Erbse. Es umfasst nur etwa 1 Million Neuronen oder weniger als 1 Million Neuronen, während unser Gehirn bis zu 86 Milliarden Neuronen umfasst. Das ist 10-mal die Weltbevölkerung gegen die Bevölkerung Frankfurts. Und trotzdem meistert das Gehirn des Weinschwärmers viele Aufgaben, die auch unser menschliches Gehirn meistert. Es hilft ihnen, Futter zu finden, Partner zu finden, Fressfeinden auszuweichen. Und der aufmerksame Beobachter erkennt hier einen Schmetterling, keine Motte. Und auch ihren Flug zu steuern, zu navigieren. Manche Mottenarten migrieren über Tausende von Kilometern und all dies wird von ihrem winzigen Gehirn gesteuert. Und um das möglich zu machen, muss ihr Gehirn über simple und effektive Verarbeitungsmechanismen verfügen. Denn es hat ja nur weniger als 1 Million Neurone. Und das ist natürlich interessant für alle Anwender, die Roboter oder Fahrzeuge autonom steuern wollen und mit einer möglichst geringen Computerkapazität auskommen müssen. Und Motten können hier wichtige Blaupausen oder auch Inspirationen, oder das Gehirn der Motten kann als Blaupause oder Inspiration hier gelten. Und ein Beispiel aus dem Bereich der Bildverarbeitung möchte ich gerne vorstellen. Und das ist eine Software für Kameras. Und den Effekt dieser Software sieht man auf der rechten Seite und das Rohbild der Kamera auf der linken Seite. Diese Software basiert auf der zeitlichen und räumlichen Summation, wie ich sie auch im Schwärmergehirn beschrieben habe, und wird auf das Rohkamerabild angewendet. Und wie wir sehen, erhöht sie wesentlich die Lichtsensitivität des Kamerabildes und erlaubt damit der Kamera auch in Lichtintensitäten zu operieren, die ihr normalerweise verschlossen wären. Ganz ähnlich wie die räumliche und zeitliche Summation den Schwärmern hilft, ihren Aktivitätszeitraum bis zum Sternenlicht auszudehnen. Sie sehen also, Motten sind viel hübscher als gedacht, vielseitig begabt und auch ein wichtiges Modell für Forschung und Technik. Also schauen Sie doch das nächste Mal, wenn Sie eine Motte sehen, gerne etwas näher hin. Und wenn Ihnen mal wieder jemand was von seinen Motten erzählt, dann wissen Sie ja, wie Sie reagieren müssen. Dankeschön. Anna Stöckel. Anna Stöckel, und ich verspreche auch, wenn wieder eine irgendwie in meinem Zimmer rumbrummelt, ich schlage sie nicht mehr tot. So, gut, dann bitte ich die Wertungsgrüppchen, du kannst dich ruhig hinsetzen, das ist egal, aber es ist besser, bleib stehen, das ist, dann okay. Sehen die Menschen dich und können sich auf eine Punktzahl einigen. Einigen sie sich auf eine Punktzahl mit den Nachbarn vor ihnen, hinter ihnen, über ihnen, unter ihnen. Einigen Sie sich. Und jetzt für Anna Stöckel, Pappen hoch. Pappen hoch, Pappen hoch, Pappen hoch. Ich sehe 6 und 6 sind 12 und 6 sind 18 und 6 sind 24 und 6 24 und 6 sind 30 und 6 sind 36 Punkte für Anna. Und jetzt haben sich unsere beiden Dezibeldamen positioniert und ich bitte Sie für den Wertungsapplaus für Anna. So, der Spitzenwert ist hier bei Maria 108,5 Dezibel und bei Anna haben wir 106,1 Dezibel. Anna Stöckel.